Servus und herzlich willkommen zum neuen Video, der Vlog 112. Es hat über Nacht ein bisschen geschneit, es fängt zwar jetzt gerade an wegzutauen, aber ich räume trotzdem mal schnell mit Polaris durch. Einfach bloß, weil ich es kann, weil es ordentlich ausschaut und weil es Spaß macht. Jetzt hängen wir uns mal kurz das kleine Schild da dran. Und dann räumen wir mal durch. Jetzt einmal die Stirnhalterung. Dann sind die Hände frei. Yeah.
wenn nicht wäre, ne? Nein, jetzt wollen wir noch einen Ballen. Einen Ballen holen wir noch, genau. Lässt sich das mal dazwischen Hofgang und Straßengang hin und her schalten muss? Da fehlt ein Gang dazwischen. Ja. Wenn jemand eine Ahnung hat von Case, Steyr und Co. Meine Sitzplatte, also Sitzkontakt, Innovationskontakt, spielt verrückt, wie man so hört. Denn die Handbremse ist draußen und ich sitze am Sitz. Also ich muss da wirklich einmal in den Sitz reinhüpfen und dann hört er auch nicht auf. Doch, dann hört er irgendwann wieder auf. Ich habe schon geschaut, ob der einzelne abgesichert ist, das wird aber auch nichts. Jetzt hört er wieder auf, jetzt kommt er wieder, natürlich. Das nervt. Also das Gepfeife nervt wirklich. Man schaltet zwar dann irgendwas ein Stück ab, aber es nervt schon gewaltig. Ne? Also wenn da jemand Ahnung hat oder den Fehler kennt, die Induktionsplatte drunter habe ich schon geschaut, die habe ich hier sauber gemacht. Also wenn die eigentlich verdreckt sind, dann kann es auch schon mal sein, dass die solche Fehler bringen. Aber die ist wirklich blitzeblank, liegt auch sauber auf. Kabel habe ich hinten geschaut, da ist nichts gebrochen, die Stecker sind alle gut zusammen. Ich kann mir bloß vorstellen, dass ein Kabelbruch im Kabelbaum ist, aber dann wird es wohl auch kompliziert, weil dann muss ich es rausmessen. Ne? Dann geht er mal eine Stunde drauf zum Rausmessen. Naja, müssen wir mal schauen. Aktuell habe ich sowieso keine Zeit dafür. Ich habe es gerade vorhin zu meiner besseren Hälfte gesagt, gerade im Moment komme ich mir vor, als würde ich im Treibsand laufen, denn ich mache den ganzen Tag nur Misten und Füttern und Misten und Füttern und Misten und Füttern. Ich muss zwischendurch noch ganz schön viel für die Bank fertig machen, weil mir sitzt die Zeit im Nacken beim neuen Hof. Und es geht einfach nichts vorwärts. Es geht einfach nichts vorwärts. Wir schicken die Genussrechte raus, da kommt dann schon Resonanz, aber sonst geht irgendwie gerade echt nichts vorwärts. Und ich habe echt keine Zeit. Ich komme von der Arbeit heim und dann bin ich schon wieder am Füttern und Misten. Und ich möchte dann auch irgendwann noch was von Kinder und Familie haben. Also aktuell macht es echt nicht so viel Spaß, wie es sonst macht. So, jetzt da hinten im Schlamm holen wir uns noch ein bisschen Ballen, Siloballen. So, da hat es mir den Akku ausgeknipst. Jetzt schauen wir mal, wie lange er jetzt hält. Ich lasse jetzt noch die Mutterkühe wieder hoch. Wie man so sieht, unser Futtertisch wurde zweckentfremdet. Brennholz und Einstreu. Aber es muss halt momentan schnell gehen. Da ist das so die optimalste Lösung gerade. So. Ja, ich höre euch schon. Ihr kriegt auch gleich was, meine Lieben. Aber erst muss der Papa da mal die Raufen zumachen, okay? Oh, schaut, dass wir kein Geruchsfernsehen haben. Also das ist echt gut. Wie man so sieht. Leg raus. Super. Raufen zu. Dann hängen wir mal die Litzen wieder ein. Und dann lassen wir die hungrigen Mäuler wieder nach oben. Was habt ihr gerade für ein Problem? Warum fressen ihr heute so viel? Ich glaube immer noch, dass der einer von denen Geburtstag gehabt hat und mal kräftig an hat springen lassen. Ne? Wir oben kommt
Kontakt. Kontakt. So. Noch einmal hoch durch die Siffe. Und die zweite Litzbahn noch runtergezogen. Das war eine super Geschichte. Ohne dass ich mich jetzt zu viel loben will, aber damit lässt sich gut, einfach und effizient arbeiten. Auch wenn diese Rollen nicht ganz günstig sind, aber günstiger als jede andere bauliche Maßnahme auf jeden Fall. Und halt super vielseitig. Ne? Die habe ich im Sommer und Winter im Einsatz. Im Winter machen sie mir hier meinen Futtergang. Und im Sommer ist es halt eben Treibegang. Von einer Weide auf die andere. Geht super. So, unten rein, oben rein, bitteschön. Ziehen wir mal hier noch ISO-Handschuhe an. Seitdem ich hier richtig eins verbraten gekriegt habe, weiß nicht warum, irgendwo haben wir einen Kriegsstrom gehabt und es hat so dermaßen aufgepfeffert. Ah, das tat, also seitdem ist man gehemmt. Da irgendwie so dran zu fassen auf die Metalltore, ne? So, festmachen, dass sie sich nicht selber aussperren. So, kommt auf, ihr Patschaken. So, es ist, was haben wir heute? Dienstagabend. Ich fahre jetzt schon schnell einen Siloballen zu den Jungvieh runter. Und ja, bin da gerade mit dem Sohn im Mann unterwegs dafür. Hier hat heute meine bessere Hälfte ein bisschen Platz geschafft, denn ich schmeiße ja alles immer bloß hin. Und sie hat sich jetzt dann doch erbarmt und hat ein bisschen Ordnung geschaffen. Denn ja, wir sollten vielleicht jetzt schon ein bisschen Struktur reinbringen, sonst wird das Chaos viel zu groß und gerade auch für einen Umzug bevorstehenden, eventuellen, müssen wir ja noch sagen, müssen wir natürlich hier auch schon mal Vorkehrungen treffen. Jo, morgen am Mittwoch wird außer ein bisschen Misten und sowas nicht viel passieren, denn morgen haben wir den Vorbesuch von einer TV-Produktion bei uns am Hof. Welche darf ich und werde ich noch nicht verraten, aber die meisten werden es wohl kennen, zumindest wenn sie im bayerischen Raum zu Hause sind. Und ja, da sind wir eben morgen zu einem Vorgespräch hier am Hof verabredet. Ich glaube auch deswegen hat meine bessere Hälfte ein bisschen Gas gegeben, ein bisschen Ordnung gemacht, weil sie sich für mein Chaos einfach ein bisschen schämt. So, jetzt lassen wir mal den Steier an, holen uns einen Siloballen, schmeißen den unten rein und dann gehen wir wieder rein, denn das Abendessen ruft dann. Und ja, wir werden dann noch zusammen ein bisschen mit dem Bauzi spielen, ne? Unsere Lotte hat sich super eingegruft bei uns und ja, da haben wir keine Probleme. Es ist eigentlich der Traumhund. Schauen wir, dass es so bleibt. Es wird jeden Tag schöner und besser, also macht echt riesen Spaß mit unserer Lotte kleine Erziehungsversuche zu unternehmen. Die ersten, denn natürlich darf man seine Welpen noch nicht überfordern, aber wir gehen da ganz behutsam ran. Hundeerfahrung haben wir ja auch und ja, denke ich, das wird wunderschön. So, jetzt erstmal noch die Silofolie von gestern da runter. Aber da müssen wir erstmal den Frontlader absenken. Denn den habe ich gestern einfach bloß noch aufgespießt und reingefahren. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Dann tun wir den Frontlader mal ein bisschen runter. Und nehmen die Silofolie runter. Damit wir wieder was Neues aufspießen können. So. Müssen wir dann nochmal alles wegen so zusammenlegen. Damit wir das dann auch passend entsorgen können früher. Weil aktuell schmeiße ich einfach bloß alles wild auf den Haufen. Und nachdem sie auch schon wie bei den Ludolfs, müssen wir da echt mal ein bisschen schauen, dass wir etwas mehr Ordnung halten. Aber Zeit ist knapp und deswegen einfach immer zack, zack und peng. Tja, summiert sich über die Zeit. Egal, nicht jammern, weiter geht's. Attacke. So, heute ist, was haben wir heute? Mittwoch. Mittwoch ist heute. Heute Nachmittag war eben eine Dame da von der Fernsehproduktion, und der wir in dem Jahr dann teilnehmen werden. Da haben wir so mal das Grundlegende besprochen und sie hat sich uns den Hofweg angeschaut und uns ein bisschen befragt und ja, haben wir eben ein bisschen drüber geplaudert. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Und ja, war auch ein schöner Nachmittag. Wir hatten, also man sieht es glaube ich noch, ein schönes Abendrot haben wir. Das war heute ein sonniger Tag mit 10 Grad plus. Also man hatte fast Frühlingsgefühle. Jetzt abends sieht es aber wieder deutlich anders. Es sind minus 4 Grad vorher gesagt. Ich gehe jetzt nochmal hinter und schiebe nochmal den Fressbereich von den Mutterkühen durch und spieße noch ein bisschen Silo vor. Dann kann ich morgen Ballen fahren. Und ja, dann war es das heute auch schon wieder, ne? Dann geht es morgen wieder in den Klinikstress. Genauso wie heute auch. Aktuell ist täglich grüßt das Murmeltier, ne?
Aber was willst du machen? Da muss man durch. Der Alltag, der hat einen jeden im Fest im Griff. Jo. Was haben wir sonst noch an Neuerungen? Ja, der Flyer fürs Genussrecht ist fertig. Falls den jemand anfordern möchte, unten einfach die dementsprechende E-Mail-Adresse anschreiben in der Beschreibung. Was haben wir noch? Ja, noch nichts Spruchreifes wegen dem neuen Hof. Da werde ich auch immer wieder gefragt, ob es schon was gibt. Nee, da sind wir noch in der Finanzierungsphase drin. Das ist recht kompliziert, da ich ja eine sehr spezielle Immobilie besichert haben möchte und auch gebrauchte Maschinen dort kaufe, ist das für die Bank ein bisschen schwierig. Aber das haben wir ja schon durchgeplaudert. Ich glaube, das war auch Thematik im Livestream. Also das habt ihr bestimmt zum größten Teil mitverfolgen können. Aber davon lassen wir uns mal nicht entmutigen. Ich habe da noch so einige Mittel und Wege. Und es wird mit Sicherheit funktionieren. Die Frage ist halt wann. Nächstes Problem, gerade ich habe noch ein bisschen gegoogelt, ist mein kleiner Rennsteuer. Nachdem die Konkurrenz jetzt natürlich alle Motorradmotoren drin hat, mit 500 Kubik, weiß ich nicht, ob es noch Sinn macht, an dem kleinen Motor da weiterzuschrauben. Das ist ja eigentlich Quatsch. So. Kann ich ja gleich mit dem Serienrasenmäher antreten, da komme ich wahrscheinlich genauso schnell um die Runde. Müssen wir mal gucken, ob sich irgendwo noch ein passendes Motorchen findet. Vielleicht zaubern wir doch noch was anderes rein. Zur Not, ich meine, dafür gäbe es auch Mehrwerk. Müssen wir mal gucken. So, jetzt gehe ich mal Kacke schieben, dass das heute mal ein Ende wird. Irgendwie bin ich heute recht müde. Ich glaube, die vergangene Nacht habe ich ein bisschen unruhig geschlafen. Uff, wird dann schnell Zeit für Feierabend und Fiesoling. Werde heute nicht sehr alt werden. Also, dann schalten wir irgendwie die nächste Zeit nochmal ein. Sehen uns sicherlich nochmal diese Woche. Bis denne. So, heute Donnerstag. Nach dem Job hatte ich noch so einiges an Telefonkonferenzen. Heute Abend werde ich auch noch weiter was haben, aber wie es halt so ist, wenn man versucht, einen größeren Betrieb zu kaufen, da ist so viel, was man regeln muss und kann und soll und ja. Alles ein bisschen stressig gerade, aber das ist doch eigentlich auch ganz ein positiver Stress, weil man sieht, dass was vorwärts geht. Noch habe ich natürlich nichts Greifbares, was man so für die Öffentlichkeit präsentieren kann, aber in kleinen Schritten nähern wir uns dem großen Ziel. So, frühlingshaft heute wieder, ein bisschen bewölkter als gestern und was haben wir noch inzwischen, 4 Grad bloß noch, aber ist schon mal an der Temperatur und es ist trocken. Und trocken macht bei mir gute Laune. Was wir jetzt noch machen müssen, sind die Mutterkühe füttern. Und da ich natürlich die Bäuerin vom Hof, also meine bessere Hälfte, auch schon mal auf die Aufgaben vorbereiten möchte, die am neuen Hof passieren, fährt sie heute mal die Futterballen. Denn ja, sie fährt nicht so oft und füttern eigentlich so gar nicht. Und nachdem ich auch im Krankheitsfall auch mal vertreten werden muss, ist es doch das Idealste, wenn sie das heute gleich mal so ein bisschen testet. Und das am Steier, denn der Steier soll hauptsächlich dann von ihr oben am Hof gefahren werden, denn der ist klein und kompakt und vielseitig und ja, da üben wir heute ein bisschen drauf. So, sind Sie bereit? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, natürlich, sie will es mir nicht zugeben. Eigentlich ist sie richtig bereit. Und ja, der Steier auch. Frau Highland. Okay, Attacke. Dann treibe ich mal die Viecher so runter. Und dann haben wir Freiborn mit Marzipan. Dann gibt es einmal Heu und einmal Silage für die Bande. Und dann gucken wir mal, wie sie sich so schlägt. So, erstmal vorglühen lassen. Sehr gut aufgepasst. Bin mal gespannt, ob sie ans Heckhubwerk denkt. So gut. Gewicht ist oben. Schauen wir uns mal an. Gut gemacht. Weiter hoch. Und bleib am Boden. Weiter hoch. Stopp. Reicht aus. Gut. Perfekt. Passt. So, dann fahren wir mal los, wa? Jetzt geht's los. So, nun rollen wir mal den Ballen so hin, dass
dass er den auch easy aufladen kann, ne? Dann wollen wir schauen, wenn das mich hier schlägt, das wäre hier ein leichtes, sich mir zu erledigen. So, Ballen steht da. Schauen wir uns mal die Sache an. Bin rein damit. Jawohl. Bisschen zaghaft, aber es funktioniert. Noch ein Stück tiefer. Noch ein Stück tiefer. Und jetzt anpieksen. Also sie nimmt Maß, sie geht es hier an. Sie wird doch einen großen Gang. Ja. Okay, der erste war nichts. So, nächster Versuch. Zieh's wieder zurück. Hoch. Zieh's hoch und fahr zurück. Dann sind wir dann noch in dem Stapel drin. Oh weh, oh weh. Das ist bestimmt eh einiges an Latten zu Bruch gegangen. Hochziehen, richtig hochziehen. Richtig hochziehen. Richtig hochziehen. Hochziehen. Super, und jetzt komplett zurück. Senken. So, Heuballen drin. Auf geht's. Wiederholen. Handbremse, genau. Das ist ja ganz schön leichter, wie lange Sekunden. Ob das 10 wie viel Anfänger kriegt es? Das Ding ist so furchtbar ausbalanciert mit dem Frontlader dran, das ist geil. So, ich komme hier als blinder Passagier mit. So, Onboard-Kamera, Frau Hoher. Machen Sie sehr gut. Da würde ich Ihnen vielleicht einen größeren Gang empfehlen. Ja, gleich. Ich finde es eigentlich ganz angenehm. Jetzt gut, dass du nur von außen nicht gesehen hast, aber richtig schön gesehen, wie ich das Hinterrad. Da hier keine Last mehr drauf gehabt, das Hangseite hier. Hat sich aber gut angefühlt. Ja, cool. Dann sind wir noch froh. Okay, na dann. Handbremse mal außen. Na ja, der pfeift jetzt immer, ne? Genau. Kuppeln Sie mal und schalten Sie mal in die 4. Dann sind wir noch morgen noch unterwegs. Na? Da schau denn, ne? Fährt heute mal die Bäuerin. Haha! Füße nach und ganz verdutzt, was da vor sich geht. Eine Schau, echt. Machst du gut? Nimmst du sie auf den Hang? Ja, aber ja, weil du auf dem Hang fährst. Fahren wir auf dem Weg, der richtige Weg. Ja, genau so.
Ja, fahr du mal ganz normal. Fahr nicht so wie ich. Das würde ich dir dringend empfehlen. Würde ich eigentlich jedem empfehlen. Mahlzeit! Aber wenn du da drüben auf den Hang drauf bist, kippst du einfach das rechte Seite um. Das sieht doch alles schick aus. Dann fahren wir vor und landen auch noch in die Raufe. Sehr gut gemacht. Soll ich jetzt auch wieder hochschalten? Ich würde vielleicht nochmal auf den vierten hochschalten, genau. Gucken. Super. Genau, noch schön relaxed. Easy! Auch relativ schnell wieder. Nee, das ist bloß, weil es nicht gewohnt ist. Das passt schon. Ich würde ein bisschen weiter aufheben und ich schlage vorne am Boden. Sehr gut. So, ich habe hier gerade unten den Boden weggeschnitten. Ich gehe jetzt zum Bein ab. Fährt rückwärts raus. Den da kippen? Nein. Kippen. Schwinge tiefer, schwinge tiefer. Jo. Nee, schwinge tiefer. Jo. Ja, super. Genau. Prima. So, und jetzt probieren wir einfach mal, so wie ich es immer mache, den Ballen auszuziehen. Jetzt probier ich es noch zu tun.
Jetzt. Jawohl! Na, es läuft doch! Sau gut! Den kannst du mir gleich geben. Eine Runde. So, den können wir dann damit. Die Zwischendeponie. Dann zusammenrollen mit einer Hand. Jo. Und das soll sie in den Sinn fahren. Einmal umkippen und dann kannst du den längs nehmen. Stopp, 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 stopp. Und jetzt die Schwinge ausheben. Das machst du super. Die Schwinge ausheben nach oben, also den Hebel zurückziehen. Und ja gut, kannst du auch machen, klar. Und jetzt fährst du zurück und gehst ziemlich flach ins untere Drittel von den Ballen rein. Parallel wie der Ballen liegt. Also nicht tiefer, dann stehst du unten durch und parallel wie der Ballen liegt. Gleichzeitig den Hebel nach oben ziehen, dass du quasi aushebst beim Fahren. Ja, sieht doch gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Stopp. Stopp. Kippen nach hinten. Nein, hinten. Nach hinten kippen. Weiter, weiter. Ganz bis zum Anschlag. Bis zum Anschlag nach hinten. Jawohl. Und jetzt rückwärts und nach vorwärts rein. Na, das schaut alles recht professionell aus, was ihr da treibt. Kann man schon mal gebrauchen. Top, bin ich stolz auf sie. Aber sie hat ziemlichen Bammel. So, da können wir das jetzt draufschmeißen in die Silo-Raufe. Safety first, nicht, dass der Bauer davon erlegt wird, von der eigenen Frau. Ab und zu wünscht sie es vielleicht, aber noch nicht heute. Zurück. Erst ein Stück zurückfahren. Erst ein Stück zurückfahren, genau. Genau.
jetzt mal schnell befahren. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen die Arbeitsleuchten aus. Die ersten zwei umdrehen. Genau. Den Drehschalter ganz nach links drehen. Bis Anschlag. Bis Anschlag, gut. Und dann den Schalter neben Lenkrad. Ganz nach vorne auf Null drehen. Jo, dann das Heckgewicht absetzen. Einfach ganz runter hebeln. Auf die andere Seite. Einfach Schwungvoll runter, das senkt sich selber ab, genau. Handbremse ist drin. Modo aus, ne? Sag mal, lenken. Herzlichen Glückwunsch. Und hat die Mama gut gefahren? Ja. Hat die Mama gut gefahren? Ja. Jetzt möchte der Franz mal lenken, ne? Jetzt lenkt der Franz noch ein bisschen. Der Papa treibt die Viecher wieder auf. Und ja, wir sehen uns dann, ihr Schnuffis. So, heute ist Samstag. Wir haben einen wunderschönen Frühlingstag. Also habe ich mal schnell noch fürs Wochenende ein paar Pellets für die Heizung geholt, dass uns die nicht ausgehen. Und das habe ich mit dem Polaris gemacht. Und das sind jetzt 20 Sack, a 15 Kilo. Problemlos wegsteckt. Das waren jetzt 20 Kilometer Fahrt, nicht ganz. Und schön mit 90 über die Landstraße. Man merkt dann schon, dass das Heck ein bisschen schwerer wird. Ne? Man sieht es auch ganz deutlich, also hinten ist er deutlich eingesunken. Aber fährt sich immer noch wie ein Go-Kart. Super geil. Dann machen wir jetzt mal Mittag, denn jetzt habe ich Hunger. Vormittags war ich ein bisschen über die Finanzplanung für das neue Hofprojekt und habe noch ein bisschen was für die Bank klar gemacht. Mache ich jetzt Mittag auch noch weiter. Und für die Genussrechte und ja, jede Menge Bürokratie und Verwaltungskram, aber ist halt so, das gehört halt dazu. Gerade bei so einem Projekt in der Größe. Deswegen jetzt schön starken und Nachmittag schauen wir mal, was wir noch zu arbeiten treiben können. Also es gibt mit Sicherheit noch was zu tun. So, nachmittags jetzt Kind und Hund bespaßt. Jetzt können wir mal nach dem Mittagsschlaf im Kleinen auch wieder hier was anschmeißen im Hof. Ja, der Ranger, Polaris Ranger, hängt schon ganz schön durch hinten. Ne? Also das ist schon ordentlich Gewicht, was denn drauf ist auf dem weichen Fahrwerk. Den fahre ich jetzt rückwärts ans Kellerfenster hin, dass ich da dementsprechend dann auch die Pellets in den Heizraum einbringen kann. Und dazu fahren wir den einfach mal, wie schon gesagt, rückwärts vor das Kellerfenster. So, Maschine an. Also im Schatten ist es doch noch frisch, ne? Klar, ist ja auch Februar. Aber hier so Dings und so. Frühlingswetter, schon geil. Schon geil, macht man echt wieder gute Laune. Ne? Oha, und da waren sie weg. Fühlt sich gut. So, die Highlanderin hat jetzt da oben in der Bulldoggarage schon mal ein bisschen mit dem Frühjahrsputz angefangen. Und das ist schon mal sehr, sehr geil. Man kann sich, kann man schon mal sehen lassen. Das Dreckigste, glaube ich, darin ist jetzt der Steier selber. Die Säge ist laut da draußen, ne? Ja, das sägt gerade der Nachbar, sägt im Wald, genau. Jo, jetzt fahren wir hier das Restzeug zum Einstreuen runter. Und dann ist gut. Ne? Schon mal sehr, sehr, sehr ordentlich. Haben wir nicht mehr Platz? Jetzt können wir auch den Polaris hier rum mitpeigen. Mega cool. So, jetzt noch ein bisschen die frühlingshafte Stimmung nutzen. Dann hat man richtig Bock, so Kleinigkeiten am Hof zu machen. Ich mache jetzt nochmal die Stallcams fresh. Die kommen jetzt woanders hin. Die kommen jetzt auf dem Hof gerichtet und hinten auf dem Auslauf gerichtet. Habe ich jeweils dann eine. Ja, den guten Steier habe ich auch. Den Steier. Ich bin nur noch auf Steier. Den guten Polaris habe ich auch schon wieder eingesaut. Weil ich gerade nochmal Weidezahnbatterie wechseln war unten beim Jungvieh. Lotte, komm runter. Ja, sie hört immer besser, ne? Es wird jeden Tag besser. Sag mal Hallo oder sag jetzt mal Tschüss. Tschüss, sag Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. ja, dann machen wir an der Stelle einfach mal Schluss. Ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn noch nicht geschehen, unten noch ein Abo und die Glocke. Würden wir uns riesig darüber freuen. Und in der Videobeschreibung findet ihr jede Menge Interessantes und Wissenswertes. Unter anderem auch zu unseren Genussrechten, wie man sinnvoll Geld investiert in einen zukunftsträchtigen Familienbetrieb. Also, alles in der Videobeschreibung. Wir sind morgen auf dem vermutlich neuen Hof und werden da ein bisschen besprechen,
und Kaffee trinken und ein bisschen spazieren gehen. Vielleicht nehme ich die Kamera mit, ein paar Bilder einfangen. Dann seht ihr das im nächsten Video. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als, jo, Servus und Ade. Das wäre mir fast nicht mehr eingefallen. Oh, wie, oh, wie, oh, wie. Man wird halt doch nicht mehr jünger, ne? Man wird einfach nicht mehr jünger.